Servus Leute, willkommen zurück zu Terranigma. Wir sind ja immer noch auf Burg Drachenfels, Drachenschloss, keine Ahnung wie das jetzt heißt. Drachenfels heißt es, glaube ich. Keine Ahnung, was ich hier machen muss. Keine Ahnung, was ich hier tun muss. Dann nehme ich nicht. Gehe ich wieder raus. Ich glaube, ich muss den noch auf die andere Seite. Da unten war ich schon. Da nehme ich. Der da. Ich muss an dem irgendwie vorbei. Oh, naja. Ich wollte gerade abhauen. Immer dieser Lichtschein, der war im letzten Part auch schon die ganze Zeit. Nein! Ich war fast reingerannt. Ich war wieder fast reingerannt. Sieht er mich so? Schnell, weg, 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 weg! Geil! Oh, noch einer. Der bewegt sich auch. Der geht weg. Schon wieder so ein Grafik-Bug. Dreht er um? Ja, tut er. Wow. Werde ich hier warten, bis er zurückkommt. Falls er zurückkommt. Ne, er geht weiter. Ah, verdammt, ich renn voll rein. Oh, dieses Schleichen, das hat zwar was, aber das kann ich nicht so gut. Schnell! Ja, jetzt renne ich. Ich hoffe, da vorne ist nicht irgendwo einer. Nee, gut. Oh. Oh, wow. Wo immer ich das geschafft habe, aber okay. Ah, da steht Melina oder wie sie hieß. Aber da will ich noch nicht hin. Vielleicht kann ich ja was entdecken. Ja, das zum Beispiel. Ja, damit. Kristalle sind immer gut. Ich hoffe, hier steht nicht noch einer mit einer Lampe. Da ist eine Kiste. Da ist auch eine Kiste. Da jetzt noch einer so mit einer Laterne kommt, dann... habe ich Pech. Davon habe ich schon reichlich. Was? Okay, von was habe ich reichlich? Wahrscheinlich so eine Knolle. Oh, Geld. Geil. Ich bin geldgeil. Haha. Okay, es geht noch weiter. Jetzt bin ich wieder in so einem Kerker. Bringt mir das? Ah. Geil, noch ein Kristall. Kristalle sind immer gut. Ah, da ist eine Tür. Rein da. Solchen Gegenden kommt eigentlich auch kein Laternenheini. Ich weiß, die haben Taschenlampen, aber egal. Noch eine Truhe. Meine Kraft reicht nicht. Okay, es muss eine Rüstung oder eine Waffe sein. Okay, Rüstung habe ich noch einen Platz, also ist es eine Waffe. Also ich gesagt, die Dornlanze kommt weg, oder wie? Sonniger als ein Distelstrauch. Was sollte ich das weg? Ja, ich schmeiß das weg. Nee, ich will es weghaben. Weil eigentlich kann ich den Eispickel wegschmeißen, weil den kann ich ja immer wieder kaufen, oder? Und dann schmeiße ich den Eispickel weg.
So. Narrenstab. Was ist das? Und wieder hat sich alles... Plus 24, geil. Erhöht geringfügig die Abwehr. Das gibt mir Lebenskraft. Naja. Schauen wir mal, was ich dann wie nutzen werde. So, die Frage ist... Achso, ich weiß. Ich habe mich gerade wieder erinnert. Ich möchte dahin, wo... Wie ist sie, Melina? Wo Melina jetzt steht. Yeah, ich renne! Warum man auch immer die Arme so halten muss, aber egal. Was ist denn da links überhaupt? Ich konnte nicht springen. Mich doch bestimmt so rüber. Hoppala, hoppala. Ja, fast zu weit. Oh, gut. Oh, Gold. Gold ohne Ende. Oh, das war's auch schon. Hoppala. Hoppala, hoppala. So, jetzt gehe ich da hin, wo Melina ist. Die ist ja gleich hier. Wow. Diese ist eine schöne Melodie. Prinzessin Melina. Prinzessin Melina wird hier gefangen gehalten. Achso, Melina, Prinzessin Melina. Das sind zwei unterschiedliche. Ich dachte, das wäre eine und dieselbe. Behalte dich und hilf ihr. Okay. Es kommt bestimmt ein Bosskampf. Gehe ich jede Wette ein. Das sind zwei Truhen. War ich hier schon mal? Ich glaube nicht, oder? Noch mehr Truhen. Ich war hier doch noch gar nicht. Warum sind die leer? Hallo. Du Hasenhirnwulf. Fällst zweimal auf denselben Trick rein. Melin oder wie die heißt. Hat er mich jetzt verarscht? Schon wieder? Bin ich jetzt tot? Im Herzen von Wolf gibt es zwei Melinas. Er hat die Wahl. Hey. Wolf. Welche Melina magst du wirklich, Wolf? Wolf, pass auf. Das ist eine Illusion. Ich weiß, Albträume schleichen sich in die Herzen der Menschen. Wolf, vertraue deiner Stärke und besiege die Albträume. Aha. Achso, das hast du gesagt, sorry. Narre die Leute nicht mit Illusionen, illusionären Missetaten vom Wolf. Achso, näher die Leute, okay. Wo bist du? Ich weiß, du musst in diesem Zimmer sein. Zeig dich! Warum habe ich dich überhaupt gerettet, damals? Warum mischst du dich ein? Wer bist du, Wolf? Wer bist du, Wolf? Du scheinst Wolf zu kennen, aber warum quälst du ihn? Er spielt mit meinen Gefühlen. Er soll leiden, leiden und nochmal leiden. Was war das jetzt? Salz in die Augen? Also nee, so ein Stirnklaps, glaube ich. Vergeltest also Gleiches mit Gleichem? Du bist noch ein Kind. Du musst noch viel über das Leben lernen. Ja, jetzt heult sie. Sie hat mich gefoltert. Sagt wer? Wong kann dich und Wolf ausradieren. Kleiner Abstecher. Auf geht's. Oh, jetzt rennen wir beide gemeinsam, geil. Der Wong, der wird jetzt platt gemacht. Ich glaube, ich muss jetzt in den Raum da links, wo ich zuerst war.
Der Eingang ist verschlossen. Vorher war er offen. Oder hier ist das Kampffeld. Merlin, sehr gut. Die Maus ist in der Falle. Mäuse jagen macht keinen Sinn. Jetzt ist Schluss damit. Danke, Merlin. Du wirst jetzt nicht mehr gebraucht. Eine Sekunde, Mr. Wong. Was meinst du damit? Ja, du wirst auch ausgelöscht. Ich werde mit dir dasselbe machen, was du Wolf angetan hast. Er will uns alle in diesem Zimmer töten. Warum? Ich arbeite hart für Wong. Versteh doch. Für Wong ist dein Menschenleben kein Penny wert. Und jetzt holt sie nochmal. Ich war dumm. Es tut mir leid, Wolf, Großvater. Da kommt was und ich werde es platt machen. Was ist das für ein Geräusch? Wo kommt es her? Ey, hallo. Ey, wenn das nicht mein Freund Wolf ist. Ich höre da meine Frauenstimme, deshalb kann ich hierher. Übrigens, hast du den Typ getroffen, der das ganze Metall aufkauft? Wir sollen keine Mädels zum Einbringen, sondern den Job erledigen. Was für ein nettes Schloss, ein idealer Platz für ein Päuschen. Wallerö! Aha. Komischer Auftritt. Willst du rasten? Ich setze meinen Weg fort. Wolf, du wirst die Prinzessin retten, nicht wahr? Untersuche die Wand gegenüber der Statue. Welche Statue? Hinter befindet sich das Verlies der Prinzessin, sei vorsichtig. Wong hat Roy als Wache engagiert, er ist gefährlich. Und ich war im Unrecht, entschuldige. Eine Wand gegenüber der Statue. Oh! Oh, verdammt. So schräg springen ist nicht mein Ding. Nein! Oh, verdammt! Ich warte hier in der Hoffnung, dass es sich zuerst nach links dreht. Ah! Geil, jetzt kann ich wenigstens speichern. Yeah! Renn! Weil ich habe viel erreicht. Ich kämpfe kaum gegen Bestien. Ich level mich so gut wie gar nicht wie im Spiel. Sollte ich den anderen Speicherstand nochmal laden, um zu schauen, wo ich da war? Das weiß ich nämlich gar nicht mehr. Jetzt stürme ich euch. Nein. Die Wand gegenüber der Statue. Hier ist aber gar nichts. Ich meine, ich glaube, in dem Raum hier ist was, aber... Der Raum kann doch nicht umsonst sein. Die Wand gegenüber der Statue. Okay, ich muss eine Statue suchen. Oh. Vielleicht da unten? Wow! Weg, schnell! Oh nein, das wieder. Weg, weg, weg! Okay, gut, gut, gut. Ich muss immer still sein. Ich muss mich da konzentrieren. Dann dreht er sich nicht her. Schneller durch! Wow!
Okay, gut. Sehr gut. Eine Wand gegenüber der Statue. Oh, da ist ja auch noch einer. Schnell durch. Oben war, glaube ich, auch einer. Die Typen sind nämlich gefährlich, die bewegen sich. Da war es Verlies, glaube ich. Eine Wand gegenüber der Statue. Ich habe nicht darauf geachtet, war hier irgendwo eine Statue? Und da ist nur so ein Folterstuhl. Hier ist auch nichts, okay. Mich müsste ich Pause machen und meine Parts überprüfen, um zu schauen, wo da die Statue, wo da eine Statue war. Wenn ich keine finde, dann habe ich Pech. Ah, da falle ich nach unten. Ey, was war das gerade für ein Blinken? Da oben sieht verdächtig aus. Ich komm da nicht rein. Oh! Ist auch einer. Weg, weg. Bewegung. Da sind zwei Statuen, aber... Na, vier, um genau zu sein. Sind auch welche? Wand gegenüber der Statue. Hm. Aha. Ja, verdammt. Ich hätte nicht lachen sollen. Vielleicht ist draußen eine Statue gemeint. Da ist auch eine Statue und da sind noch viel mehr. Ich werde hier Pause machen und werde meine Parts überprüfen und schauen, ob da irgendwo eine Statue war. Das war Terranigma. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.